Das ist eins der anspruchsvollsten Gartenjahre, die ich je miterleben durfte. Komischerweise spielt das Wetter nur nicht ganz so mit. Was für ein Zufall. Jedenfalls möchte ich euch ein kleines Update jetzt hier in dem Gartenrundgang im August bringen und ja, genießt einfach jetzt so ein bisschen die kleinen Momente, die ich für euch aufgenommen habe. Im Folientunnel wachsen auch schon die ersten Paprikas. Das ist die Sorte Nocta. Das ist eine Paprika, die zuerst schwarz und dann später rot abreift. Hier ist jetzt die Sorte Langrot Spitz. Dauert jetzt noch ein bisschen, durfte auch schon die ersten Paprika, wie hier jetzt zum Beispiel die Orangenen, ernten. Auch vor dem Gewächshaus bzw. vom Folientunnel habe ich jetzt den Mais im Kübel. Da bilden sich jetzt auch schon die ersten Körnchen. Diesen Zuckermais, den habe ich von meinem Bauernfreund bekommen, Jungpflanzen. Das wollte ich jetzt einfach mal das erste Jahr ausprobieren und ich habe den jetzt einfach mal in diesen Kübel reingesetzt, um meine ersten Erfahrungen mit Mais zu sammeln. Und das ist jetzt die Süßkartoffel Sakura. Die habe ich auch in einem Kübel angebaut und die steht im Folientunnel. Hier jetzt in einem Hochbeeten meine ganzen Melonenpflänzchen, die runterragen, haben auch schon sehr viele, einige Früchte. Und in dem ganz letzteren Hochbeet, wie man jetzt hier aus der Luft unschwer erkennen kann, sind jetzt die Gurkenpflänzchen. Die habe ich jetzt auch mal das erste Mal in einem Hochbeet angebaut. Konnte ich jetzt auch schon ein paar Früchte zu meinem Glück auch ernten. Hier jetzt vorm Gewächshaus habe ich die Zwiebeln ausblühen lassen. Kann ich nur empfehlen, es lockt sehr viele Insekten an. Hier jetzt vier Zucchini-Pflanzen. Das ist eine gelbe und drei grüne. Und hier vor den anderen zwei Zucchinis habe ich mal die Mariendistel ausblühen lassen. Lockt auch sehr viele Insekten an. Und jetzt auch schon die ersten Vorbereitungen für den Winter, die ersten Kohlpflanzen, hier die Aronia-Beere, habe ich vor 3 Jahren reingesetzt, schmeckt ein bisschen wie Johannisbeere, ist auch eine recht schöne Pflanze. Johannisbeeren, die reifen jetzt auch schon wieder weiter nach. Das ist jetzt eine Hybrid-Himbeere, die im Sommer als auch im Herbst Himbeeren trägt und die sind richtig groß und schön süß, so wie es mir auch gefällt. Also die Pflanze entwickelt sich auch sehr gut. Das ist jetzt der Oregano, kann man jetzt sehr gut an den Blüten erkennen, lockt sehr viele Bienen an. Finde ich auch sehr schön, dass ich ihn das erste Mal hier in diesen, ja, bei mir in die Permakultur bzw. in den Garten meiner Eltern reingepflanzt haben. Und das ist jetzt der Kürbis, das ist diese 850 Jahre alte Kürbissorte, die ich von einem Freund bekommen habe. Und dieser Kürbis ist einfach monströs, das möchte ich ja dann gerne mit der Luftaufnahme zeigen. Hier nochmal die Mariendistel bzw. auch das Zucchini-Beet von oben. Und wenn wir dann über das Gewächshaus gehen, dann sehen wir den Kürbis. Also ich habe insgesamt nur 2 Kürbispflanzen und die ranken schon überall hindurch. Ich komme fast gar nicht vom Kompost irgendwo hin und die sind auch schon über den Lorbeer rübergewachsen, über die 3 Meter hohe Hecke. Hier musste ich auch schon wieder zurückleiten. Und wir haben jetzt ungefähr 5 bis 6 Früchte, konnte ich sehen. Hier im Gewächshaus auch Chili-Pflanzen und ein paar Auberginen. Fangen jetzt auch langsam an zu reifen. Und nun mal ein kleiner Ausblick in die Insekten- und Bienenwelt. Hier überall die ganzen Schmetterlinge am Lavendel. Finde ich immer derzeit sehr schön, die ganzen verschiedenen Schmetterlinge und auch Bienen beim Lavendel zu betrachten. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie mein Vater es geschafft hat, so einen großen und wunderbaren Lavendel bzw. die Lavendelpflanzen großzuziehen. Die sind auch schon 10 Jahre alt und das ist einfach nur wunderbar, wie viele Bienen und Wildbienen hier einfach angelockt werden, von dem ich überhaupt gar nicht weiß, was das auch für Wildbienen sind. Habe ich mir auch nicht so viel angeschaut, weil mir es eigentlich nicht darum geht, die Wildbienen zu benennen. Hier auch jetzt ein paar Bienen an den Sonnenblumen und auch an den Feuerbohnen. Darf ich auch immer sehr viele Wildbienen entdecken. Ich habe dieses Jahr sehr viele Feuerbohnen, die ich ernten darf, vor allem weil sie so gut befruchtet werden. Hier auch mit dieser Holzbiene, die jetzt auch erst kürzlich bei uns in der Region ist. Die hatte ich auch schon letztes Jahr, sehr schöne bläulich schimmernde Flügeln. Hier auch jetzt nochmal eine Biene am Lavendel.
auch sehr schön, wie ich finde. Also wie gesagt, ich schaue mir das dann am Tag schon eine Viertel bis eine halbe Stunde mal gerne mal zu, wie die Bienen sich am Lavendel freuen. Ja, aber jetzt auch nochmal an den Zwiebeln, überall Bienen. Also das ist eigentlich der beste Vorteil, den man haben kann. Man hat Samen fürs nächste Jahr und die Bienen, die sträuben sich auch sehr gerne. Und hier eine kleine Wildbiene, die bei mir auf dem Finger ein kleines Päuschen gemacht hat. Ich weiß auch wieder nicht, was das für eine Wildbiene ist, aber ich fand es wirklich schön, dass ich da 10 Minuten lang sie so auf meinem Finger anschauen durfte. Jetzt nochmal genauer auf der Mariendistel durfte ich die beiden Wildbienen beobachten. Die Art habe ich auch noch nicht ganz gekannt, aber die habe ich jetzt auch bei der Mariendistel das erste Mal entdeckt und da sind auch einige an Hummeln und ich würde mir auch Samen von dieser Mariendistel auch gerne nehmen. Also falls ihr Interesse habt, dass ich euch ein paar Samen zuschicke. Es ist wirklich ein Schmetterlings- und Bienenmagnet, auch wenn sie sehr stachlig ist, aber lockert auch sehr guten Boden auf, wie ich finde. Hier nochmal Sonnenblumen überall im Garten. Die sind auch wild aufgegangen. Das sind meistens Multiköpfe oder auch wirklich Gründüngungs- Sonnenblumen wie der große Wummer hier, weil die so große Blätter haben. Und wenn die halt so groß werden, haben sie auch dementsprechend größere Pfahlwurzeln. Hier nochmal die Gurkenpflanzen, wo ich dann auch schon wieder einiges an Gurken ernten durfte. Also ich zeige mal ein paar Bilder von meiner Ernte, von den Tomaten, von den Bohnen, von den Zucchinis auch immer gerne auf Telegram. Da könnt ihr mich auch verfolgen bei meinem Telegram-Kanal Permakulturprojekt Peace oder ich glaube, das heißt Projekt Peace. Verlinke ich auch noch in der Videobeschreibung. Hier auch die Physalis. Da konnte ich auch schon die 5 ersten Physalis jetzt schon am Anfang August ernten. Ich habe mir im November einen Steckling genommen und den überwintert. Sehr gut geklappt. Hier neben dem Folientunnel Sonnenblumen, Buschboden und Zucchini. Einfach ein Beet. Bis jetzt auch recht, bin ich damit recht zufrieden. Und hier, das ist die erste Nektarine. Das ist, glaube ich, die Early Snowball. Und ja, das hat mich auch sehr gefreut. Die war, ich durfte ja auch schon probieren und recht süß war sie schon. Also meine erste Nektarine. Hier Tagetes und Basilikum im Folientunnel bei den Gurken an der Seite. Wird auch schon mal jetzt eine sehr große Pflanze. Die Tagetes ist eine super Nützlingspflanze. Hier am Eingang Auberginen, die jetzt auch langsam Früchte tragen. Fenchel konntet ihr vorhin sehen und dann auch noch mal ein bisschen Chinakohl ist auch noch dazwischen, auch wieder für den Winter und andere Kohlpflanzen. Und ja, da bin ich auch mal gespannt, wann die ersten Auberginen die Früchte bringen. Und natürlich bei mir die Tomaten, die reifen auch richtig schön und gut heran. Durfte ich auch jetzt schon eine große Menge ernten. Ich habe nur Tomaten im Tunnel bzw. im Gewächshaus. Habe auch dort im Gewächshaus im Folientunnel Probleme mit der Braun- und Krautfäule. Ich tue immer die infizierten Blätter ab entfernen und tue jetzt alle 2 Tage mit Knoblauchsud, Natron, was ich auch mit DMSO ein bisschen vermische und damit die Tomaten spritze. Beziehungsweise auch noch Thymian und Salbei, Jungpflanzen, die im Topf sind, tue ich auch noch unter die Pflanzen stellen, damit ich einfach diesen Geruch habt, den die braunfäulen Pilze nicht so mögen. Und bis jetzt musste ich insgesamt nur 10 Pflanzen rausreißen. Also von dem her funktioniert es. Meine Tomatenernte ist immer noch ein bisschen gesichert. Dürfte nur ein bisschen wärmer werden. Hier jetzt der Mangold, Paprika ganz hinten im Folientunnel. Da warte ich aus, bis die jetzt langsam reif werden. Der Mangold, der ist jetzt zum Beispiel wild aufgegangen. Und hier auch schon die ersten Melonen im Folientunnel. Bis jetzt geben mir die Honigmelone am meisten Früchten von den Wassermelonen. Da weiß ich noch nicht, da habe ich nicht ganz so viele gesehen. Aber die ranken jetzt auch schon gut heran, sind auch schon ganz oben zum Teil am Netz. Und auch die erste ist auch schon mal reif geworden. Die hier habe ich vor 2 Wochen aufgenommen. Heute ist die schon ein bisschen gelblicher und kann ich schon nächste Woche wahrscheinlich ernten. Und jetzt nochmal ein kleiner Höhenflug um den Garten mal ein bisschen von oben zu betrachten, wie jetzt die Anbaufläche anschaut. Also meine Eltern haben mit Haus, glaube ich, haben sie mir erzählt, so fast an die 1000 Quadratmeter, wo ich jetzt vielleicht von dem Garten her so 600 bis 700 bewirtschaften darf. Und hier jetzt die ersten Ernten. Ich habe dieses Jahr ungefähr 60 Knoblauchzehen geerntet, obwohl ich überhaupt keinen Knoblauch esse.
Mal schauen, was meine Mutter alles damit macht. Ich nutze die halt auch für meinen Knoblauchsud und auch fürs nächste Jahr habe ich mal ein paar zurückgelegt. Und es ist eine Knoblauchsorte von meiner Tante aus Kaliningrad. Hier Buschbohnen und Feuerbohnen, ein paar Gurken, ne, das sind Dunkelbohnen und Zucchinis. Hier sind die Tomaten, das ist die Chocolate Stripes, die Torbons Terracotta, die grüne Molladesche, die Black Cherry, die grüne Gurke, das ist die Netzgurke Sikkim. Die ist eine recht schmackhafte Gurke, aber gehört das erste Jahr im Anbau. Hier weitere Tomaten, Blush Tiger, Sunrise Bumblebee, das hier ist die Ananastomate. Nochmal die Sunweaver ist die kleine gelbe, die ist sehr braunfäuleresistent, muss ich sagen. Das ist eine super Pflanze, die Open Source Sunweaver. Also ich versende auch meine Obst und Gemüse an die Leute, die Interesse haben. Das habe ich schon öfters gemacht, um einfach auch meine Ernte mit euch zu teilen. Noch zum Abschluss möchte ich euch nicht verheimlichen, dass ich jetzt wieder genug Erdbeerableger habe. Und es werden jetzt dieses Jahr wieder so viele, dass ich auch wieder bereit bin, welche abzugeben. Also das heißt, wenn ihr Interesse an Erdbeerpflänzchen habt, dann meldet euch gerne bei mir oder schreibt mich an unter meiner E-Mail-Adresse. Die findet ihr auch unten in der Infobeschreibung. Permakulturprojekt-peace@red.de ist ziemlich lang. Jedenfalls, es sind Erdbeeren, die von ungefähr Mitte, Ende Mai bis ja gut in den Juli hier hinein Erdbeeren ja, bringen. Die Sorte weiß ich nicht mehr ganz genau, da kann ich euch nur so eine Übersicht geben, wo ich sie halt bestellt habe und welche Sorten es ungefähr gewesen sind. Ganz genau weiß ich es nicht. Ich weiß halt auch, dass ich auch Moschus-Erdbeeren habe und Aprikosen-Erdbeeren. Das sind die etwas kleineren Erdbeeren, aber das weiß ich dann ungefähr, weil die Pflanzen dann auch etwas kleiner sind. Aber die etwas größeren, das sind dann ja Erdbeeren, die dann vom Mai bis Juli ungefähr an Erdbeeren bringen. So, und sonst bedanke ich mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich gerne über einen Daumen nach oben und gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren, wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wie immer freue ich mich natürlich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familien von mir mein Projekt erzählt und das ja, dieses Video zum Beispiel auch in Social Media Plattformen teilt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin.